zusammen und willkommen zurück zu Stellaris und befinden uns hier auf Ava Prime, unserer Hauptwelt. Und ich vergesse das oft, dass es ja eigentlich unsere Hauptwelt hier ist, gell? Ja, komisch eigentlich, gell? Hier haben wir eine Korvette und zwar, was für eine ist es? Eine Korvette Grey Panzerung und die befindet sich nicht auf dem Weg zu unserer Hauptstreitmacht. Schaut euch das an. Momentan haben wir ein Problem. Und das Problem, ja. Und das Problem liegt darin, dass unsere Flotte hier auf der falschen Seite. Was? Wo kommt denn? Das ist jetzt Zufall, das habe ich gar nicht gewusst. Wie kommen die denn dahin? Ah. Ah. Okay, stopp. Wenn ihr upgraden würdet, meine Freunde, wo würdet ihr das machen? In Themin? Würdet ihr in Themin upgraden? Okay. Leute, dann gradet mal ab in Themin. Wie alt seid ihr? Ja, Viererschilde noch drauf, alles klar. Ja, also das ist schon was Älteres. Jetzt gucken wir mal ganz kurz die Flak-Klasse an. Und Zweier-Flak, wir haben inzwischen schon die Vierer-Flak. Okay, Freunde, gradet mal ab. Eine ganze Flotte übersehen. Ja, diese Dinge passieren nun mal. Cool, okay, auf jeden Fall, ihr gradet ab, Freunde. Okay, das finde ich gut, ihr seid dann auch nicht weit weg. Das passt alles. Sehr gut, passt das sogar. Gut, hier, bei Bruns. Moment, nur ganz kurz, bei Bruns Singularity, da bauen wir unsere Station auf, auch mit Schiffswerften, allem, dass wir direkt hier upgraden und auch reparieren können. Das heißt, wir könnten ihn jetzt hier schon upgraden lassen. Genau, bei Bruns Station. Perfekt. Dann müssen wir nicht mal darunter nach Themin. Das heißt, dass Themin nach dem Upgrade hier komplett ausgedient hat und dann wird da nur gehandelt quasi. Ja, dann wird von dort aus, oder von Rubis. Genau, da haben wir auch schon Handelsknoten draus gemacht, ein bisschen. Genau, und Rockendocks, die kommen dann auch weg. Ah, wobei, eigentlich können wir die lassen. Also, wir müssen gucken, wie der Krieg ausgeht. Wir müssen gucken, wie der ausgeht. Wir haben den Singularitätsreaktor. Oh, Leute, ihr wisst, was das heißt, oder? Dass wir den Dimensionsreaktor bauen müssen. Ja, das heißt es. Nee, das heißt was ganz anderes. Und zwar, dass wenn die jetzt hier alle abgegradet sind, dass wir sie nochmal upgraden werden. Ja. 2%, 3%. Warum geht es so langsam nur voran? Fleet enhancement supplied. Warum geht es nur so langsam voran? Jedenfalls, dann kommt nämlich hier der fette Reaktor drauf, der noch fettere Reaktor. Und dann können wir die Schilde auch vollends hochziehen. Ja, und das wäre schon gut. Zweite Armada, dritte Armada. Vollständig repariert worden. Alles klar. Warum hat die dritte Armada und die erste Armada, warum hat die dritte Armada so viel Panzerung? Könnt ihr mir das sagen? Weil's Rack sind. Weil's Rack sind. Jetzt gucken wir mal, wenn die durch abgegradet sind, wie es dann Research wird. Concluded. Oh nein. Wir müssen unsere ganzen Erlasse wieder anmachen. Bevor wir in den Krieg gehen, müssen wir die Erlasse machen. Agrikulturkomplexe. Ja, das machen wir auch tatsächlich. Auf rational ein Gebäude. Da geht es wieder zum Minennetzwerk. Gut, das also, die machen uns. Die machen richtig viel hier. Mit Mine und so soll es auch bleiben. Auf Fraction haben wir einen arbeitslosen Spezialist. Ehrlich. Ja, Freunde, da habt ihr halt ein bisschen Pech. Und da habt ihr ein bisschen Pech. Gut, auf jeden Fall, hier wird jetzt nach und nach abgegradet. Wird verbessert, wird verbessert. 100%, jawohl. Okay, Leute, macht ihr das mal. Ihr macht es gut.
Hier drüben. Ja, ich bin jetzt eigentlich ganz optimistisch, dass mit der Flotte hier ich im Leben nicht gerechnet, aber wenn die durch ist, ja, dann gut, dann können wir. Initializing hostile engagement protocols. Aha, unsere Freunde sind zurück. Und nur noch das Naniten-Mothership. Bumm. Tja, Freunde. Wir haben die halt weggeschnetzelt. Das ist so. Ja. Das ist meine Lieben. Verbessert mal. Verbessert euch. Und ihr verbessert euch auch mal. Und das kann man jetzt auch hier sehen. Aha. Die Zeichen heißen, es wird abgegradet momentan. Sieht man auch eher selten. Das ist die Frage, ob wir das nochmal machen sollen für den Genmodifikationspunkt. Komm, machen wir. Und tun wir gerade auf Fraction noch einen hin. Spezies. Da haben wir jetzt hier die Insektoiden, Ataliden, die Arid angepasst sind und Konformisten sind. Oh, Konformisten, mein lieber Mann. Okay, dann lassen wir euch aber auch mal so. Mit Handelswert begabte Ingenieure. Na, ich weiß nicht, so recht. Sehr stark. Dass die unsere Armeen stellen eventuell. Ja, schnelle Fortpflanzung. Anpassungsfähig. Ja, Freunde, macht mal die schnelle Fortpflanzung. Fortpflanzung. Und mehr Einigkeit von Jobs, weiß nicht so genau. Komm, und ihr seid nomadisch. Das sind einfach Atali 2. Vorlage anwenden auf alle. Situation log updated. Und der Forst gleich mal. Perfekt, okay. Gut. Ja, und hier verbessern wir uns jetzt nach und nach. Perfekt. Perfekt, läuft gut. Und wieder kommen sie vorbei zum Gucken. Okay. Und wieder müssen wir sagen, Leute, nein. Geht wieder weg. Situation log updated. Na, und sie zerstören wirklich, schaut euch das an, sie zerstören ganz wenig. Richtig wenig. Und ja, und wir machen halt, wir holen richtig was runter bei denen. Oh Gott. Tja, meine Lieben. Kein Problem, jetzt müssen wir nur kurz gucken. Seid ihr fertig mit Upgraden hier unten? 40%, ihr seid noch nicht fertig, also mach mal. Weil eben. Ne, Grey Artillery, das ist alles okay. Das sind Kreuz und warum seid ihr so dermaßen langsam? Ah, okay, weil wir nur wahrscheinlich zwei Schiffe eben haben in Themin. Da haben wir noch einen Horchposten. Genetic Improvement Project concluded. Und ja gut, das ist halt so ein Mittelding. Gut, und die anderen sind jetzt genetisch schon verändert. Perfekt. Klasse. Gut, und sobald wir jedenfalls hier durch sind, wird es dann gut. Jetzt sind lauter Kreuzer sind hier, die verbessert werden. Ah, das dauert noch. Na gut. Okay, also wir können jetzt alle, oder? Upgraden, ihr wisst ihr was? Wir machen das anders. Wir müssen ein bisschen Zeit. So machen wir das. Pause. Schiffsdesigner. Und wieder hier reingehen, wie immer. Wir kennen es ja schon. Hauen wir den 6er drauf. Oh ja. Dann brauchen wir auch keinen Reaktorverstärker unbedingt. Dann können wir entweder hier drauf gehen. Da haben wir eine höhere Geschwindigkeit. Oder wir haben mehr Schilde. Nochmal ganz geschwind gucken. Schilde 380. Macht aber mehr Schaden. Ja, wir nehmen tatsächlich den Schildkondensator, das passt uns gut. Grey Panzerung. Den haben wir doch gerade gehabt. So,
Grey Flag Schild. Perfekt. Hier auch kein Reaktorverstärker. Machen wir auch Schildkondensator drauf. Speichern. Jawohl. Oben passt alles. Gut, Korvetten sind durch. Dann gehen wir jetzt auf die. Auf den Grey Flag Kreuzer. Perfekt. Ja, guckt, schaut euch das an. Jetzt hier Schildkondensator. Und je mehr Schilde man hat, desto mehr bringt es einem natürlich auch, ist ja klar. Ja, wir gehen ein bisschen auf Schaden, aber nicht zu sehr. Nein, nein. Das passt schon. So. Grey Artillerie. Machen wir auch groß. Und dann hier dicke Schilde drauf. Perfekt. Und hier auch den Schildkondensator. Aber nur einen. Nur einen. Das reicht dann schon. Okay. Grey Flak läuft. Und das Schlachtschiff Grey Träger. Boom, 480. Bei so großen Schiffen, da macht es halt richtig was aus, gell? Was man da so drauf hat. Und vielleicht können wir hier sogar auch nochmal einen Schildkondensator drauf machen. Ja, können wir sogar. Okay. Gut. Naja. Wobei ich sogar denke, dass eventuell wäre es besser, den Träger eigentlich hauptsächlich Kristallplatten zu machen und weniger Schilde, weil ja, da kommen die hauptsächlich, da gehen die hauptsächlich drauf, die großen, die Mutterschiffe. Aber das ist egal. Ich glaube sowieso, dass wir es bald geschafft haben werden. Mit denen, also ich bin wirklich zuversichtlich, dass wir die wegkriegen. Ja. Hier, was ist denn das hier für ein Popelding? Soll ich komplett verarschen oder was? Und mit einer Panzerung. Ja gut, machen wir mal, aber macht doch die dicken Schilde drauf, Leute. Macht doch nicht das Billigste. Ja. Okay. Jetzt können wir upgraden. Ja, ist ja in Ordnung. Na, und du bitte auch upgraden, gell? Nicht vergessen. So. Alles klar, wir haben jetzt Ressource, Gase haben wir keine mehr. Wie sieht's denn aus? Minus 0, also gut. Wir müssen nicht allzu viel ausgeben, das passt schon. Dann nehmen wir 500 Gase. Wir nehmen 500 davon und flüchtige Teilchen. Oh je, nehmen auch 500. Jetzt war es aber dann schon heftig, gell? Muss man wirklich mal gucken, ob wir nicht wieder auf irgendeiner Kolonie was einstellen können oder sollen. Also, was baut ihr? Ihr baut nicht Roboter Milerla, ihr baut den Energieroboter 2, bitte. Danke. So, und auf Pell, was baut ihr? Nahrungsroboter. Ja, Entschuldigung. Sehr sinnvoll. Jawohl, machen wir. Und was baut ihr? Ihr baut auch, die bauen immer diesen Mineralroboter von Anfang an, aber das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Das ist nicht so schlimm. Baut den Roboter Minerla, okay. Auf Diameter, ein freies Gebäude. Gut, und Diameter gibt uns jetzt eben gerade die Credits. Das ist gut, dann bleiben wir auch. Da bleiben wir dabei. Das möchten wir schon. Und das Square. Square ist ein bisschen Mischmasch. Die machen uns Legierungen und die machen aber auch mal hier einen zivilen Replikatorkomplex, haben sie auch am Laufen. Ja, wir machen nochmal eine Zivilindustrie. Da brauchen wir, haben wir doch einiges hier an Bedarf. Und dann machen wir Energieroboter 2, ja. Ist okay. Okay, passt uns. Na dann. Der wird noch verbessert. Hier oben alles gut. Da haben wir einen Haufen Kreuzer. Wir hätten ja nicht nur 12 in der Flotte. Sollten wir nur 12 haben. Da haben wir 17 drin. Okay.
Dann gehen wir mal in die dritte Armada rein. Gucken wir mal kurz. Den Flottenmanager. Dritte Armada gucken wir uns an. Hier. Haben wir den jetzt mal ein bisschen erhöht hier? Okay, so. Stopp. Wie sieht's jetzt aus? Sieht's jetzt besser aus? 15. Auch komisch, oder? Eigentlich. Na gut. Lassen wir mal. Hier, mein Freund, ihr seid gleich fertig. Ihr seid jetzt fertig. Fleet Enhancement supplied. Gut. Na dann. Das wird halt schon gut, gell? Wenn wir da durchfliegen. Wir brauchen aber auch ein Forschungsschiff in der Nähe. Dann nehmen wir doch mal ihn. Er hat gerade nichts zu tun. Komm du schon mal hierher. Fleet Enhancement supplied. Und die Flotten sind auch schon enhanced. Okay, gut. Oh je, Leute, es geht gleich los. Ich bin schon aufgeregt, ein bisschen, um ehrlich zu sein. Ja, nur noch warten hier, bis die Themenstation soweit ist und dann. Da brauchen wir aber auch einen Anführer noch. Da brauchen wir einen, der es drauf hat. Wie wäre es mit Nein? Wie wäre es mit Nein? Wie wäre es mit Nein? Na gut, aber ausweichen und alles, das machen wir schon. Aber das war alles, was er kann. Schade eigentlich. Richtig schade. Gut, und hier Grey Artillerie, das passt alles ganz, ganz ordentlich. Okay. Bin ja froh, dass wir hier oben im Plus sind wenigstens. Da müssen wir uns da keine Gedanken machen. Flüchtige Teilchen. Können wir vielleicht noch kaufen? Komm. Wir kaufen noch zwei. Und um was geht's jetzt? Hm? Um was geht's? Was ist los? Das Schicksal hat sich gegen uns verschworen. Bla bla bla. Ja. Unzureichende Systemnutzung. Effekte. Beobachtungsposten produzieren zusätzliche Konsumgüter während dem Beobachten oder Infiltrieren von primitiven Zivilisationen. Diplomatische Bedeutung von Wirtschaft plus 60%, Handelswert erhöht. Bürokraten sind aber teuer. Und die Flottenkapazität. Komm, wir lassen es einfach weg. Einfach weglassen. Wir wollen es nicht wissen. Wir sind dagegen. Wir sind einfach dagegen. Lasst uns in Ruhe. So. Research concluded. Wir haben die Agrikulturkomplexe. Perfekt. Haben wir uns geholt. Klonarmee. Hören wir jetzt mal auf, wenn wir eine Armee rekrutieren, nimmt es uns einen Pop weg. Das wäre auch wieder was ich nicht gewusst habe, was ich aber jetzt. Das ist doch interessant, oder? Voll cool. Wer hat das gewusst? Habt ihr das gewusst? Ich habe es nicht gewusst. Nicht durch Bewohner limitiert. Heißt das? Nee, das nimmt uns keinen Pop weg, oder? Klonarmee? Muss ich mal durchlesen, was die Klonarmee macht? Also, was genau die Klonarmee macht. Gut, jetzt haben wir hier drei Armeen, der wird noch verbessert. Passt. Tja, Freunde, und dann gucken wir mal, was die Jungs hier so treiben. Wo ist unser... Ah, Wir bauen dann bitte noch ein Konstruktionsschiff. Go, go, go. Go, go, go. Hätten wir auch das mitnehmen können von der Feminstation. Wir sind ja jetzt alles eins hier. 66%. Hey. Fleet Enhancement supplied. Gut, erste Armada ist bereit. Ja. Also wir kommen mit der Flottenkapazität auch hoffentlich hin. Quam Prime frei wieder. Da könnte man nochmal eine Forschung hinmachen. Wir haben auch zwei Festungen dort. Bollwerk. Komm, dann machen wir das so. Dritte Armada vollständig verbessert. Und das ist aber die 24. Research concluded. Klonarmee erforscht. Gut, super.
Ja, dann gehen wir auf die Kriminalität. Ja, machen wir. Machen wir, machen wir. Es ist halt so, wenn wir unsere, nicht unsere Flottenkapazität, sondern unsere, wie heißt unsere Flottengröße ändern könnten. Genau, unsere Flottengröße ändern, anheben können, dann können mehr Einheiten von den Boni der Anführer profitieren. Okay, gut. Die Galaktische Ratwahl hat einen neuen Rat gewählt und wir sind selbstverständlich mit dabei. Ja. Und zwar als Anführer. Ganz oben. Ganz oben. Jetzt kommt schon. 90. Und dann geht's los. Dann geht sowas von los. Ja, also inzwischen bin ich der Meinung, dass kleinere Schiffe, viele kleine Schiffe, gegen die besser geeignet sind als wenige große. Ja, ich muss halt immer gerade an die Schlacht von Krieg der Sterne denken, aus die Rückkehr der Jedi-Ritter. Die Schlacht von Endor. Und wo er auch mit seinem Sternenzerstörer halt aufs dicke Schiff fällt. Auf den Mon Calamari. Großkreuzer. Und dann ist der halt weg. Ja. Ich meine, ein Riesenschiff mit einem Schuss weg. Hätte er aber auf die ganzen X-Wings schießen müssen. Was wäre dann gewesen? Ja. Eben. Meine Meinung. Research concluded. Okay, stopp. Seid ihr jetzt durch? Noch nicht. Gut, 10% Fleet mehr. enhancement supplied. Metallurgengeschichte. Minenkomplexe machen wir. Okay, gut. Fleet Enhancement ist supplied. Und dann würde ich sagen, ihr seid ja jetzt direkt schon dort, oder? Wir müssen alle gleichzeitig fliegen, springen lassen. Gut. Und ihr auch. 34, 31, 34. Wann kommt er an? Und 87, was? Hatten wir nicht gerade, dass er da sofort ist, oder was? Echt jetzt? Oh, Leute, echt. Müssen wir jetzt noch mal eine Weile warten, bis sie angekommen sind dort? Also, dann gib mal Gas, Junge. Der war doch echt. Ich hab den Reiseweg gar nicht gesehen. Ist das wahr? Hör auf. Na dann. Dann müssen wir uns noch ein kleines bisschen gedulden. Nicht lange, nur ein kleines bisschen. Okay. Gouverneur Limatara ist aufgestiegen. Sehr gut. Na, was könnt ihr uns anbieten? Ein Zerstörer. Construction project concluded. Schiebt ab, Jungs. Wo liegt das Problem? Warum können wir es uns nicht leisten? Ah, es fehlen exotische Gase. Oh, wir haben auch nur noch 7 exotische Gase. Oh je. Sollen wir mal ein paar kaufen? Dann kaufen wir mal auch welche dazu. So, okay. Rubis ist fertig, alles klar. Rubis, wo bist du? Wo bist du? Bist hier unten? Das passt auch. Okay, Rubis graded up. Sehr gut. Jetzt fehlt uns hier eine Wohnung. Das würde bedeuten, dass wir. Ja, uns fehlt eine Wohnung. Voll blöd.
Wir haben 106 Bewohner. Na, ist halt ordentlich, gell? Die Robotermontageanlagen, die brauchen wir dort nicht mehr. Das lassen wir einfach mal bleiben. Wir machen keine Robotermontage mehr dort. Wir machen eine Reichsausbreitung. Wir machen Verwaltungsbüros dorthin. Und ja. Stopp. Was ist jetzt los? Arbeiten die da gar nicht? Haben die da gar nicht gearbeitet oder was? Jetzt mal gucken zum Ende des Monats, ja, wenn die jetzt nämlich da nicht mehr arbeiten, wenn die gar nicht gearbeitet haben, dann brauchen wir ja gar nicht umbauen, großartig. Oh Leute, ist das brutal, ey. Nee. Nee, ändert nichts. Alles klar. Macht aber mega Dienstleistungen, okay. Okay. Dann machen wir das weg, dann machen wir das alles wie gehabt. Ja, gut, aber wo kriegen wir jetzt die Wohnungen her? Hier ist halt schon alles gebaut. Wir haben auch gar keinen Platz mehr. Wir könnten gar nicht. Selbst wenn wir wollten, könnten wir nicht mehr bauen. System Regierungssitz. Wir könnten einen Megaplex oder so abbauen. Den Monolithen, no. Der Botschafterkomplex ist die Heimatwelt, das machen wir auch nicht. Und halt eine Verwaltungsanlage weg. Und die Verwaltungsanlage quasi durch Wohnungen ersetzen. Selbe Problem auf Aethos. Ah. Wir wollen ja auch, dass die arbeiten. Aber hier, schaut mal, Flottenkapazität, top. Super. Das bringt uns schon gut weiter dann. Ja. Und der Schleier ist wieder betretbar. Der Schleier. Seht euch tunlichst vor, an diesem Ort kann selbst ein flüchtiger Gedanke zu etwas Greifbarem geformt werden und in den meisten Fällen gegen einen selbst gewendet werden. Okay, oh yeah. Die Leere schimmert hier nur so vor Energie. Wir wollen uns eine Weile lang ausruhen. Erhöhtes Ausweichen. Cool. Erhöhte Forschungsgeschwindigkeit, das machen wir, hohe Wahrscheinlichkeit. Ja, Vorteil verliehen, jawohl. Die mächtige Energie des Schleiers ist in die Gemeinschaft gemeinschaftliche psionische Verbindung geströmt, die von allen Midari geteilt wird. Unsere Wissenschaftler teilen sich per Telepathie eine kollektive Wissensbasis, was die Effizienz ihrer Arbeit enorm steigert. 20%. Boah, mein lieber Mann. Also, top. Besser geht's ja gar nicht. Genau, bevor wir angreifen, wir dürfen nicht vergessen. Ja? Wir dürfen nicht vergessen, die Subventionen einzuschalten wieder hier. Die Erlasse. Okay. Research concluded. Ja, Pause. Flottenüberlegenheit. Nee, das alles nicht, aber hier. Exotische Gase als Treibstoff, mehr Unterlichtgeschwindigkeit. Oh ja, das machen wir, dann ist er auch schneller da. Exotische Gase als Schildverstärker, Trefferpunkte Schilde. Das brauchen wir ja. Moment. Ja, wir kaufen jetzt halt nochmal exotische Gase ein. Das ist so. Oh, jetzt wird es hier schon richtig, jetzt geht es an die Substanz. Jetzt haben wir nicht mehr so viel. Weil wir sind wieder im Soll. Hier oben. Na. Nicht Richtlinien, sondern Erlasse. Okay, als Schildverstärker. Flüchtige Munition, die Kinetikwaffen erhöhen wir. Panzerung war Blödsinn, das brauchen wir nicht. Aber hier die fokussierenden Kristalle. Die möchten wir. Und können sie uns nicht leisten. Schaut euch das an, wir können sie uns nicht leisten. Dass wir das noch erleben müssen, traurig eigentlich. Dunkle Materie. Können wir mal ein bisschen was verkaufen? Wir können die uns immer noch nicht leisten, die Kristalle. Echt jetzt? Hör auf. So. Verkaufen wir? Oh je. Yeah. Ich höre, es lohnt sich besser.
Es lohnt sich, es wird sich besser lohnen und es wird sich lohnen. Es wird sich dermaßen lohnen, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Okay. Stopp, was haben wir jetzt? Wir haben die Kriminalität da gesenkt. Perfekt. Strafkolonie ausrufen. Ja, machen wir mal. Und der Dimensionsreaktor, den haben wir jetzt auch erforscht. Super, dann können wir vielleicht sogar gerade noch mal, nachdem der Kampf ja jetzt nicht stattfindet, nochmal einen Reaktorverstärker. Ja, gut, weiß nicht genau. Dann gehen wir doch lieber auf die Punktverteidigung. Construction project concluded. Gut. Ja, nö, nein. Wir verbessern jetzt nichts mehr. Wir fliegen jetzt rein. Und dann gucken wir mal. Gut, passt. Und hier die Robotermontageanlagen. Da reparieren wir. Gut. Faktor. Gibt es mehr zu essen? Hier gibt es mehr Credits. Hier gibt es mehr Flottenkapazität. Die brauchen wir gerade nicht. Die lassen wir auch. Das lassen wir auch. Yundus passt. Hier passt. Congruence. Größe 6. Dann reparieren wir. Faktor können wir auch noch lassen. Hier haben wir auch Größe 6. Legierungsgießerei. Abreißen. Ja, und da sind wir halt auch voll auf die Distrikte hier gegangen. Weiß nicht so genau. Und Biwam. Okay. Naja, passt alles eigentlich. Passt alles ganz ordentlich. Gut. Ihr gradet ab an der Singularity Station. Sehr gut. Da bauen wir nochmal zwei Schiffswerften. Oh oh. Ja, es ist soweit. Entente-Geschichte ist fertig. Perfekt, so. Jetzt Verteidiger der Galaxie Endgame-Krisen. 50% erhöht, galaktische Macht. Galaktische Macht ist natürlich auch was Feines jetzt, gell? Ich finde das gar nicht schlecht. Und Einflusskostenansprüche 20% gesenkt für die interstellare Herrschaft ist auch gut. Oh Leute, ich finde gerade vieles gut. Gemeinsames Schicksal. Geborene Archäologieprojekt. Oh ja. Aber wir machen kein Archäologieprojekt. Galaktische Wunder. Gut, da müssen wir halt, das hätte ich gern, die galaktischen Wunder. Dass wir dann eine Dyson-Sphäre und so bauen können. Auf das gehen wir dann auch und da brauchen wir aber nur die Technologie Megabauwesen und eine vollständig reparierte Megastruktur, dass wir das kriegen können. Also können wir uns hier jetzt schon noch was raussuchen, was wir gerne hätten. Das Koloss-Projekt haben wir immer gemacht und ich habe es nicht so genutzt, wie ich es dann gern genutzt hätte vielleicht. Ja. Boah, Weltenformen. Wir könnten alle Welten zu Gaia-Welten terraformen. Und jetzt nur mal so. Statt für 10.000 kostet nur 7.500. Und wir könnten die zu Gaia-Welten machen. Wir könnten alle Spezies ummodeln in Gaia-Bewohner und dann hätten wir kein Problem mehr. Ja. Verteidiger der Galaxis. Oh ja, das ist halt echt cool. Verteidiger der Galaxis finde ich nicht schlecht. Ja. Ewige Wachsamkeit. Oh, hör auf. Galaktischer Anwärter. Das ist halt die Geschichte, dass wir an den gefallenen Reichen 33% mehr Schaden machen, aber wir sind halt noch weit davon entfernt. Wir könnten auch momentan mit 33% könnten wir nichts uns holen. Deswegen würde ich sagen, dass wir tatsächlich eventuell hier die Einflusskosten einfach senken. Ja, dass wir dann uns Ansprüche
entsprechend holen können. Und dann geht's. Wir machen es einfach mal. Leute, warum denn nicht? Man muss doch nicht immer das Beste machen. Wir machen einfach mal das, was den Anschein hat, gut zu sein. Und dann kann man daraus lernen. Wenn es schlecht war, sagt man, oh, war keine gute Idee. Mach's nächste Mal doch lieber so und so. Ja, jetzt machen wir das. Und ich glaube aber, dass ich damit gar kein so ein Problem haben werde. Hier, Megastrukturrestaurierung. Bumm, da kommen wir ja schon hin zu unserer Geschichte, die wir möchten. Alles klar, Freunde. Okay, ich glaube, die sind jetzt hier alle repariert, oder? Sollen wir mal speichern? Komm, wir machen es ausnahmsweise. Ausnahmsweise speichern wir mal. Und gucken, was passieren würde, wenn wir jetzt springen. Und wenn es in die Hose geht, dann laden wir. Ja, ich weiß. Wir machen ja keine Iron Man. Wir machen. Oh, oh. Und die haben 1,5 Mal sogar diese Flotten jetzt hier sehen. Oh Gott. Was für Schlachten sind das hier? Aber wir kämpfen nicht gegen alle gleichzeitig. Und das ist unser großer Vorteil. Die oben kommen, aber wir haben eine schon zerfetzt. Zwei zerfetzt. Oh Leute, es läuft gut. Leute, es läuft gut. Drei zerfetzt? Ja, komm. Locker. Research Leute, locker. Ey, und ich machen mir immer die Sorgen. Und oh, und nein, und hu und ha. Ja. Lang nicht, das ist lang nicht so schwierig, wie man meinen könnte, dass es wäre. Ah ne, das bringt uns gar nichts, wenn der kommt, ist noch nicht erforscht. Es muss erst erforscht werden. Dann bleib mal hier noch. Ja, bau mal die Forschung. Genau, bau mal die Forschungsstation dorthin. Gut, und dann werden wir ja jetzt sowieso Aufstiegstheorie, ein Aufstiegsvorteil plus 1. Einigkeitsambitionen. Schaltet eine Reihe von Erlassen frei, die Ambitionen genannt werden. Sie unterscheiden sich von Erlassen in dem Sinne, dass sie Einigkeit kosten. Die Kosten sind gleich denen, die es benötigen würde, die nächste Tradition freizuschalten. Die Verwendung einer Einigkeitsambition erhöht dafür nicht die steigenden Kosten für Tradition und Einigkeit. Ja. Leute. Ja, die Aufstiegstheorie, ja. Bei Gott, ja. Wie war die Schlacht? Oha. Also wir haben Schiffe verloren, klar, kleine Korvetten. Die haben halt 1, 2, 3, 3 Mutterschiffe verloren. Was können wir hier klicken? Was ist das? Okay, wissen wir nicht. Ja, und 616 Punkt Verteidigung, die hat richtig reingeknatzt, gell? Und Gesamtschaden war 112% zu 91%. Und wir können nicht. Wir können da nicht drüber springen. Echt jetzt. Oh Mann. Wann kommt denn das an? Wann kommt unser Forschungsschiff an? Wir haben es ja schon lange geschickt, oder? Wann kommt die an? Können wir nicht sehen? Doch. 41. 10. Also in einem halben Jahr kommt die an, okay. Wir halten währenddessen hier die Stellung. Und das Gute ist ja, dass wir Schilde haben und Schilde regenerieren sich. Mhm. Ja, und die dritte Armada hat es doch nicht ganz umgestellt, scheint mir. Ich sehe hier Dinge, die mir nicht gefallen, und zwar... Research concluded. Rack-Disruptoren sehe ich. Und die gefallen mir nicht. Gardepunkt-Verteidigung. Alles klar. Plasma-Heater Stufe 4 wäre auch gut, aber die Handwerker-Geschichte, die nehmen wir natürlich gerne mit. Okay, halbes Jahr noch 5 Monate und dann läuft die Geschichte. Ja gut, perfekt. Dann würde ich vorschlagen, geht's weiter. Und dann holen wir uns nämlich Ansprüche jetzt. Und dann würde ich auch sagen, dass wir zu den Rio Intersolar ein bisschen runtergehen. Ansprüche sind ja jetzt günstiger für uns. Okay, wir sind wieder back. We are back. 45, Construction 45, project concluded. 60. Und wir können sogar hier für Iri
Können wir auch in Anspruch stellen. Okay. Als die Racket Industrial Fleet für einen kurzen Höflichkeitsbesuch in den Orbit von Vivam Prime eintrat, verwandelte sich Wohlwollen in eine spontane Kombination aus Open-Air-Markt und Party. Viele Bindungen zwischen Midari und Rackets wurden geschmiedet und es wurde viel gehandelt. 1000 Energy Credits erlangt. Das ist viel für uns momentan. Ja. Na gut, es kostet nur 75. Ne, wir sparen noch ein bisschen. Sie sind argwöhnisch. Wir verschlechtern mal die Beziehungen. Moment, der repräsentiert. Er verschlechtert schon, oder? Genau, der verschlechtert schon, also. Der verschlechtert schon, na dann ist doch gut. Also. Ja, 10, 10, 10, wir sind da. Er müsste jeden Moment ankommen. Haha. Perfekt. Wie lange? Wie lange, bis er da ist? ...36 Tage, das geht, okay. Dann fliegt er jetzt auch schon durch. Nee. Er wartet. Okay. Ey, ich bin so ein Vollmatz. Ey, wir hätten doch da einfach ein Forschungsschiff bauen können. Oh Gott. Das machen wir jetzt auch. Wir bauen auch noch eins. Junge, echt, also. Die volle Hohlheit. Herzlich willkommen bei Hohl 2000. Und wir bauen sogar zwei Forschungsschiffe. Und dann wird da richtig erforscht da oben. Aber Highspeed. Ja. Und wenn ich jetzt denen hier den Befehl geben könnte, denen den Befehl geben könnte, baut alles. Ja. Also, baut gerade so wie das automatische Erkunden, ja, automatisches Bauen von Forschungsstationen und so weiter. Gut, wir sind hier im Engress-System, sehr gut, aber lass mal vorerst sein. Gut, Forschungsschiffe sind fertig. Wir rekrutieren wir einen. Komm, wir nehmen sie. Und ihn mit dem KI-Assistenten, perfekt. System erkunden. Und du wirst auch das System erkunden zu dritt, das haben wir jetzt auch noch nie gehabt, das ist auch was Neues für uns. Okay, und er fliegt dann auch schon mal, bewegt sich dorthin, alles klar. Bruins Singularity. Gut, also da brauchen wir jetzt auch gar keinen Trockendock mehr oder irgendwas Blödes. Da brauchen wir gar nichts mehr. Das hat sich jetzt aber dermaßen erledigt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie sich das erledigt hat. Das heißt, wir machen hier vielleicht eine Geschützbatterie draus, hier eine Raketenbatterie draus. Ja. Verteidigung. Gegen wen sollen wir uns verteidigen? Hm? Gegen die Rio Intersolar? Glaube ich eher weniger. Und jetzt geht's ab, oder? Jetzt geht's ab. Schaut's euch an, und wir machen hier mit drei gleichzeitig. Was, flüchtige Teilchen? Haben wir ein Problem? Ist das so? Wir haben seltene Kristalle-Problem. So, jetzt dürfen wir aber kein Problem mehr haben. Es müsste wieder passen. Gut, und alles positiv. Schaut sich an, komplett positiv. Aber halt auch mit Handel. Also, der automatische Handel, den nutzen wir kräftig. Das ist so. Das ist Tatsache. Das ist Tatsache.
Und ich würde am liebsten weniger verkaufen, weil halt der Handelswert immer sinkt. Der sinkt halt immer. Gell, 500 ist ja dann die Grenze. Oder vielleicht nur 499 verkaufen? Weiß nicht. Und wir haben Flottenkapazität. Ja gut, wir haben Schiffe verloren auch. Ja, muss man ja auch sehen. Wir haben Schiffe verloren. Zeitkritisches Projekt. Hat ein Konstruktionsschiff im Orbit. Ja, komm, erforsch's mal. Das ist in Ordnung. Wir haben ein Konstruktionsschiff tatsächlich hier. Untersuch mal das Spezialprojekt. Das war, glaube ich, das einzige jetzt hier. Spezialprojekt in der Richtung. Okay, perfekt, gut. Sind wir jetzt Terminal Ingress nach wie vor. Zuständig bei der größten Schlacht aller Zeiten und die ging so kurz. Da haben wir uns so lange drauf vorbereitet. Ja, aber wir haben viele Flotten niedergemacht, das muss man schon sagen. Also wir haben uns nicht lumpen lassen. Oh, eine Anomalie gefunden. Alles klar, alles klar. Dann gehen wir nach Golmerod. Und dann sind wir langsam hier soweit, dass wir unser Reich hier ausbreiten können. Er hat keine Befehle, gut. Nee. Stopp, andersrum. Die zwei folgen ihm. Und er erkundet das System. Kriegen wir das so hin? Und die folgen schon. Gut, das ist schon mal gut. Vielleicht schaffen die es wirklich so schnell, da einzutreten, dass wir da kein Problem haben. Evading Hostiles. Stopp. Ah, da gibt's Hostiles tatsächlich. Wann kommt ihr an? Jetzt kommt ihr an. Und wir sind auch angekommen. Na dann, hallo. Was? Was ist los? Achso. Okay. Schon klar. Schon klar. Die sind dem gefolgt. Und dann sind sie natürlich wieder zurückgeflogen, ist ja klar. Deswegen, so. So muss man das sehen. Und warum fliegt ihr zwei nicht drüber? Doch, ihr fliegt drüber. Ah, okay. Besser. Research concluded. Und nächste Flotte von denen kommt. Oh, haben sie uns aber auch ganz ordentlich erwischt. Wir sollten vielleicht mal drüber nachdenken, zu reparieren und unsere Flotten aufzustocken wieder. Wir haben den Aufstiegsvorteil tatsächlich uns geholt. Oh mein Gott. Leute, richtig gut. Echt, das muss man schon sagen. Ja. Richtig gut ist das. Jetzt, ja, ihr habt hier alle... Er hat keinen Befehl. Gut, und ihr solltet einfach ja, euch reparieren, gell? Ja, wie immer nicht alle gleichzeitig, sondern immer nach und nach. Wir können den Aufstiegsvorteil wählen. Ja, wählen wir jetzt aber noch nicht. Komm, mach mal. Und Megastrukturrestaurierung. Perfekt. Gauss-Kanone. Oben ist unten. Die ISS Deathmath, the Fighter, auf ihrem Weg nach Tau Fun. Wie? Durch den Asteroidengürtel flog, also als sie da durchflog, kam es laut einem Bericht von Wissenschaftsoffizier Timafon zu einer Reihe plötzlicher Gravitationsverschiebungen.
Timafon schickte als stets wissbegieriger Wissenschaftler einige Sonden zum Scannen des Trümmerfelds los, um den Grund für diese Verschiebungen herauszufinden. Dabei stellte sich heraus, dass einige uralte Gravitationsgeneratoren von Alien-Bauart daran schuld sind. Auf sich erschöpfenden Energiequellen laufend und mit umgekehrten Polaritäten spielen sie gelegentlich Umkehrgravitation im Weltraum, was aber so schwach geschah, dass damit kein schwerer Schaden angerichtet wurde. Das war einmal. Wissenschaftsoffizier Timafon hat die Theorie aufgestellt, dass die Generatoren einst für einen Asteroiden des Gürtels künstliche Gravitation bereitstellten, dieser Asteroid dann aber infolge einer Fehlfunktion auseinandergerissen wurde. Beunruhigender Gedanke, ja, nicht gerade ein beruhigender Gedanke, das ist korrekt, stimmt. Gut. Ja, und wenn wir jetzt wirklich in jedem System so zu kämpfen haben, mit der Masse an Schiffen, gegnerischen Schiffen, dann sollten wir nochmal upgraden. Oh ja. Haben wir jetzt Terminal Ingress? Und die Nagyari sind auch schon hier unterwegs. Guck dir das an. Aber ihr könnt es vergessen. Und hier sind Verstärkungen auf dem Weg. Alles klar. Trügerischer Riese. Was wir für einen abnormal kleinen Gasriesen gehalten hatten, ist in Wirklichkeit gar keiner. Unter einer trügerischen Staubschicht in der oberen Atmosphäre befindet sich ein regulärer Planet. Ein karger Planet, aber trotzdem ein Planet. Für die astronomische Gesellschaft auf Ava Prime war das ziemlich peinlich. Ja, ist halt so. Jetzt würde ich sagen, dass wir kommen, wir verstärken beide. Was soll's, wir verstärken sie beide. Hostile IFF signatures detected. Wow, stopp. Science ship sustaining damage. Die Naniten kommen mit zwei Flotten. Guck dir das an. Wir reisen nach Brunn. Science ship status destroyed. Na, reisende alt und defekt, alles klar. 1000 Ingenieurforschung, perfekt. Na, sieht ganz ordentlich aus. Hier kommen unsere Flotten an. Hoffe ich mal einfach, dass wir da eine Chance haben. Ja gut, wir müssen hier stationieren, wir können es ja gar nicht anders machen. Drei Flotten haben sie geschickt. Oh. Oh, Backe. Ganz schlecht. Ja. Oh, schlecht. Ich hatte gedacht, wir haben hier gute Chance, sei einigermaßen sicher, ist gar nicht sicher. Und wir haben Raketenbatterie gebaut, schon klar. Okay, wir bauen aber Kreuzer und Korvetten hier schon wie verrückt. Immerhin, das ist schon mal nicht so schlecht. Und die erste Armada, immerhin, die konnten wir retten. Okay. Lass mal vorerst sein. Wir haben Produktion Handwerker erhöht. Gut, Kampflaser, ja. Wird wieder interessant, okay. Also da oben, das ist noch lange nicht erledigt. Das ist noch lange nicht erledigt.
Die unsterbliche Identität, unsterbliche Entität, auch bekannt als Mick, Daughter of Tabi, unser General, zuvor Racket, jetzt aber etwas viel Höheres, hat eine große und fromme Anhängerschaft in Midari-Konföderation angezogen. Von vielen als höchste Gottheit verehrt, wird nun verlangt, dass der General offiziell und für alle Ewigkeit zum dauerhaften Herrscher unseres großen Reichs gekrönt wird. Ein mächtiger Psioniker, ein Gott? Wohl kaum. Möge ihre Herrschaft bis in die Unendlichkeit und darüber hinaus reichen. Nein! Stopp! Okay. Midari-Konföderation verändert seine Gesinnung in Richtung fanatisch-autoritär. Midari-Konföderation verändert seine Gesinnung in Richtung spiritualistisch. Regierungsautorität ändern zu imperial. Staatselemente ändern zu imperialer Kult. Aristokratischer Elite und Philosophenkönig. Oh mein Gott. Leute. Wer hätte das gedacht? Und ich bin nicht abgeneigt, das zu machen. Definitiv nicht. Wie krass ist das denn? Echt jetzt? Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, was hier abgeht, und hier geht's richtig ab, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar, drückt die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Und wir schauen, ob Mick, Daughter of Tabi, das erleuchtete Wesen, die unsterbliche Entität, unser Reich beherrschen wird fortan. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.